Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ni no Kuni 2. Ratilda will auch irgendwas von uns, irgendwas selber, ne? Ich meine, ihr wisst das ja, mittlerweile ist es, alle 5 Sekunden haben wir irgendeine neue Sidequest. Wer ist Boris? Nein, wahrscheinlich war das irgendeiner der Piraten, glaube ich. Oh, yes. Ah, ja, der mega schüchterne Boris, ich erinnere mich. Wenn er Probleme hat, werde ich mich um ihn kümmern. Natürlich. Das ist immer leichter gesagt als getan hier heutzutage. Immer mit diesen Sidequests und bring mir mal dieses Item und tu mal das Item. Der Unterboden ist zu kalt. Ja, vielleicht könnte ich eine Paprika in den Boden einpflanzen, wenn es richtig heiß oder so. Mit warmem Wasser. Wasser sein, das nie abkühlt. Ja, also im Normalfall sollte es so ein Wasser gar nicht geben, das ist richtig. Aber wir haben immer brodelndes Weihwasser, also bitte sehr. Thank you very much. Wenn ich nur nicht so schüchtern wäre, dann hätte ich mit ihr geredet. Aber naja, wir sind stolz auf. Ach ja. Muss ich noch mit Frau Ratilda reden? Nein, muss ich nicht. Sehr gut. Das Video geht zumindest insofern gut los. Wir haben eine Quest erledigt. Das ist eine gute Sache. Ich fürchte, den Pilz habe ich immer noch nicht. Haben wir auch noch nicht. An Flunder. Wer war Flunder? Und warum will ich das abgeben? Ich erinnere mich nicht mal mehr daran, was die Quest war. Aber ist egal. Ach so, Noctopus. Ja, okay, sie wollte Noctopus für Tiefsee-Nudel-Kalamari-Gedöse. Das ist auch später. Ah! Ah, es ist so lange her. Gut, dass wir jetzt Noctopus haben. Woher die jetzt halt habe. Ich nehme mal ganz stark an, dass wir sie durch irgendeine zufällige Lagergeschichte gekriegt haben aus unserer Stadt. Und ja, wir haben ein unglaubliches Militär mittlerweile. Thanks. Oh yeah. Doshi mit seinen Superhämmern kommt jetzt auch zu uns. Yes. Das dann mal so Doppelrolle, das ist richtig. Ich hab 11 Stück. Und jetzt liebe mich. Was? 4 Kalamere? Oh ja, toll. Hoffentlich habe ich die auch. Jedenfalls gibt es nichts zu essen ohne die Dinger. Habe ich sie zufällig? Ich hoffe mal. Ich habe 5. Ausgezeichnet. Die sehen jetzt auch nicht schmackhaft aus, aber ist egal. Wenn Evan sagt, das ist was anderes und die sind besser oder die schmecken zumindest gut, dann sei das so. Immer wieder gerne. Und auf einmal verschwindet sie, aber wir kriegen ein neues Kochbuch. Also das war die Mühe. Naja. Vielleicht so halbwert. Nicht so richtig, aber so ein bisschen. Pilz habe ich nicht. Pilz würde ich daraus kriegen. Aber ich meine, den Pilz für sie habe ich immer noch nicht. Was mich irgendwie so ein bisschen... bisschen nervt. Dann kümmern wir uns heute um das Geheimnis der Soße. Oh, Moment, da unten? Okay, cool.
Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir nicht auf die Geisterinsel selbst gehen, sondern ein Stückchen weiter davon westlich. Aber egal. Das war der falsche Knopf. Sieht nicht aus wie der falsche Knopf, ich weiß, aber eigentlich wollte ich auch nicht die Karte aufrufen. Eigentlich wollte ich nochmal gucken, was jetzt diese Doppelrolle sein soll. Doppelrolle. Rolands persönliche Spezialtechnik. Erst hartes Stahl, dann Blei. Aha. Das Interessante ist, wie man sieht, ich habe längst super neue, krasse Techniken und die sollte ich vielleicht nochmal nutzen. Die Stoßwelle selber finde ich uninteressant. Machen wir daraus halt diese Doppelrolle. Und den Schwertstreich selbst benutze ich eigentlich auch nicht, weil ich das Filetieren... Ne, Moment. Den Schwertstreich benutze ich, das Filetieren benutze ich meistens nicht mehr. Ich glaube, so ist das richtig. Nehmen wir das dazu. Hier können wir, die beiden können wir zumindest theoretisch aufladen für den Gravitationsschuss bzw. das Präsidenten-Special. Ich habe so viele Feuer- und Dunkelheits-Gluffis dabei, das ist eine schöne Sache. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir denn dieses komische Geister-Chili-Ding her? Ich glaube, es liegt da tatsächlich. Es ist manchmal schwer zu sehen, aber ja, ein unreifer Geister-Chili. Jetzt muss ich mich beeilen, nicht, dass die... Während ich hier rumgeier, auf einmal reif wird, geht das theoretisch, wenn sie gepflückt ist? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Und selbst wenn nicht, das da ist Magic Kingdom, die 560. Da gucke ich einmal nicht hin und die Sachen werden auf einmal reif mitten in meiner Hand. Einfach so, papp, reif. Ja. Also, ne? Und ja, ich weiß, wir sehen heute sehr wahrscheinlich auch das Königreich. Ja, wir müssen uns ja um die Sachen kümmern. Da hast du eine unreife Geister-Chili. Dieser Geschmack. Oh, yeah. Noch eine. Tiefe Würze. Okay. Mumienknoblauch. What the? Gosh. In der Nähe von Oasen. Also irgendwo aus der Wüstenregion. Okay. Alright. Schon wieder 76.000 hier. Materiallager füllt sich auch immer weiter. Es ist schon schön zu sehen, wie das Königreich mal eben so zack, zack, zack macht jetzt, ne? Können wir die Knuffi-Küche mal eben aufstufen? Ich glaube, das ist... Ist auch der höchste Rang. Das ist ein schönes Bild. Ein schönes Knuffi-Bild. Ich glaube, ich habe immer noch keinen dafür, das Ding wirklich machen. Wenn ich 400 hätte. Kommt Nirma aus seiner Schreinerei raus. Können wir zwar nicht Knuffi-Kunde 5 machen, weil mir dafür tatsächlich das Ding fehlt, aber Knuffi-Kunde 6. Kommt fast aufs selbe raus. So, Pi mal Daumen. Das ist fertig erforscht, Wächters Gnade. Können wir nicht, können wir nicht. Könnte ich. Okay. Achso, kann ich aber nicht, weil 460, so viel habe ich noch. Yeah. Ist immer das hier darfst du nicht. Das hier darfst du nicht. Okay. Die kann wieder ein bisschen besser dran forschen und ich habe kein Geld mehr. Ist doch ein guter Tausch. Naja, eigentlich nein. Eigentlich denke ich mir so, wow, toll, ich habe ihren Garten verbessert. Yeah. Egal. Ich glaube, es ist nochmal der Wiederholungskampf gegen Fafnir. Oder ein Kampf gegen ganz viele King Go Worms? Irgendwie so. Die Drachenviecher halt. Militärgedöse. Bla 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 eben. So, wenn ich das mache, geht das? Ich
versuche nachzuvollziehen, wie diese Technik gehen würde. Das ist so die Doppelrolle, glaube ich. Das sah jetzt aber auch nicht sonderlich spaßig aus oder interessant. Egal. Kingoworm. Also den Namen kann ich mir merken, Kingoworm. Das sind noch wie viele Probleme. Ich hatte Goldorado zu sagen. Oh. Ich habe das Gefühl, ich bin auf der falschen Seite des Canyons, zwar da drüben ist zumindest eine Oase. Ich werde mich dann auch, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt in den nächsten Parts wird, aber ich werde mal gucken, dass ich mich definitiv demnächst mal darum kümmere, diese Traumfragmente zu sammeln. Weil wir dafür in die ganzen Ruinen auch gehen müssen, die ich mit alter Pracht wiederherstellen muss, was wir ja können. Das ist nicht das Problem. Aber... naja, wir müssen sie halt erstmal alle finden. Da muss ich gucken, wo die Traumräume sind. Aber das machen wir auf jeden Fall auch mal demnächst. Das ist auch so eine Quest, die ewig im Hinterkopf ist dieses Jahr. Sammle 9 Fragmente. Wir haben, glaube ich, jetzt 4. Also fehlen noch 5. Also gerade mal so ganz grob die Hälfte, die wir haben. Wir wissen ja, alle Traumräume sind vorhanden. Ich würde jetzt nicht sagen, die sind super spektakulär oder irgendwie sowas. Ich glaube, das würde auch keiner von euch sagen. Aber naja. Bitte sehr, Mumienknoblauch. Ich hoffe, du verschluckst dich dran. Yes! Yes! Wow, du kannst kochen! Sozusagen. Du bist ein Kochvirtuose. Ja, du kannst kochen. In der Tat. Du kannst im Pennys Markt jetzt Pott geheime Soße kaufen. Oder heißt das, ich muss jetzt diesen Pott geheime Soße kaufen, um bei ihm dann das Goldorado Fleisch zu machen? Are you ready to order? Geht's jetzt darum? Lass mal sehen. Bla 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 bla. Gegrilltes Fleisch. Geheime. Ja, Tatsache. Take your time. Du Sack, deine Belohnung hätte wenigstens ein Pott geheime Soße sein können. Come to do some shopping, eh? Was ist das für ein Geschäft? Eine schlechte Koralle, aber bisher brauchte ich auch nicht viel mehr, glaube ich. Das ist so schön, naja, gut. Ich gucke übrigens meistens nur nach unten rechts, um zu sehen, wie viel... ja, unten rechts, ne? So Mitte eher. Was ich im Besitz habe und was nicht, damit ich daraus einschätzen kann, was ich kaufen möchte und was nicht. Aber man sieht ja wenigstens... gibt es ja auch haufenweise Items, die ich rein theoretisch relativ zügig bekommen kann, dadurch, dass wir den Markt aufgestuft haben, etc. Das ist insofern schon eine gute Sache. Meine Herren. Die Auswahl ist wirklich nicht schlecht da, mit geheime Soße. Können wir zwei von. Yay. Zweimal geheime Soße. Der Rest scheint sowas, wo null. Null finde ich nicht gut. Ich meine, keine Ahnung, brauche ich einen Bäcker? Wahrscheinlich nicht, aber egal. What else can I do? I'll be seeing you again then. So, mit dem unglaublichen Pott geheimer Soße, den er mir ja direkt hätte geben können, aber er ist halt so ein Vollidiot. Er ist auch mein Koch, was soll ich machen? Oh. Toll. Braucht er Level 9 zum Kochen, meiner ist Level 6. Aber hey, in der Theorie, in der komplett reinen Theorie, könnte er das demnächst mal machen. Ich meine, ich habe immer wieder, wenn ich einen Part beendet habe, bin ich hingegangen, habe ihn kochen lassen, was er halt gerade kochen kann. Je nachdem, wie viele Items ich gerade dabei habe, damit er halt vom Level her steigt. Ich bin mir nicht sicher, ob er auch steigt, wenn er zigtausend Sachen nochmal kocht, aber ich habe halt immer geguckt, dass wir möglichst die neuen Sachen kochen und dann passt das. Okay. Fernwesen, Fritze Prisma aus der Grotte von Schieß mich tot. Das sieht tatsächlich aus wie ein Farmer mit dem Brot. Schockierend. Ich nehme einfach mal das Brot. Und wenn ich nicht das Brot dafür nehmen müsste, dann werde ich wahrscheinlich gleich einfach doof aus der Wäsche kommen. Und frei nach dem Motto, ich hätte auch hinlaufen können. Oder hinfliegen. Das geht? Das glaube ich nicht.
Na, aber guckt euch das an. Wir haben jetzt schon 3 Quests immerhin abgeschlossen. Frei nach dem Motto, wenn ich mir ein Ziel setze, dann kann man es auch schaffen. Das ist, glaube ich, wieder ein Beschützen Minneapolis, diese Mission da drüben. Hatte mein Schiff nicht auch einen Turbo-Modus? Vielleicht war es auch einfach nur schnell. Moment. Lass das bitte keine Rolands Notiz sein, sonst heißt das auf der Weltkarte, ist auch irgendwo Rolands Notizen verteilt. Das will ich nicht. Das würde nämlich heißen, ich müsste die gesamte Weltkarte einmal zu Fuß ablaufen, in der Hoffnung, da was zu finden. Ja, könnte gut sein, dass man da auch eigentlich mit dem Dingens hinkommt. Mit dem Luftschiff. Aber so war doch irgendwie cooler, ne? Erinnert an die guten alten Donkey Kong Country 3 Schifffahrten, wo man durch die Gegend fahren konnte, dann je nachdem, welches Boot man dabei hatte, auch mal Wasserfälle hochkommen konnte, etc. Ich fand das gut. Ich mochte das System. Okay, die Technik selber gefällt mir. Und während ich mich da vergnügt habe, haben meine Kameraden alles andere platt gemacht. Nee. Ist wohl eine Technik, die ein bisschen mehr darauf aufbaut, dass man einen großen Gegner vernichten sollte, statt so kleine Pimpe. Naja. Aber was soll ich sagen, wenn wir hier schon sind, dann wird zum einen alles bekämpft, zum anderen alles durchsucht. Typisch eben. Auch wenn wir hier mal wieder an diesem, naja, typischen Problem leiden. Es ist eine Grotte. In so einer Grotte ist nicht mal viel Musik. Also, es ist nicht sonderlich interessant. Kann ich auch nicht sonderlich interessant machen. Es tut mir leid. Es wird gelaufen, gelaufen, gelaufen. Hätten wir hier sowas wie irgendein Zelda-Spiel, dann würden wir zumindest irgendwelche Rätsel lösen müssen oder so, während wir hier durchlaufen. Wenn es nur sowas ist wie Bombe diese Wand da weg. Irgendwas. Aber nein, haben wir nicht. Haben wir einfach nett. Oh, ein besessenes Monster. Wenigstens ein bisschen Abwechslung in dieser Höhle. Naja, auch wenn das mal wieder einfach nur ein komischer Chinkiller ist. Level 27 sogar. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das gemacht, was man eigentlich machen würde in solchen Spielen. Ich wäre die Welt erkunden gegangen, bla bla bla. Hätte diese Höhle schon längst gefunden. Hätten diesen Chinkiller erledigt und hinterher sagt uns die Quest, ey, geh nochmal in diese Höhle rein, ja. Ich meine, zugegeben, wir hätten dann damals schon einen Blut-Talisman gehabt und ein Generalschwert. Ist auch nicht verkehrt, aber praktisch gesehen habe ich davon nichts. Es ist irgendwie meiner Meinung nach recht unpraktisch gelöst, sowas. Also ist die erste Wahrscheinlichkeit, auf die ich immer warte, irgendwann kommt eine Quest, die mich in irgendeine Höhle und oder Wald bringt und da habe ich dann was davon. Umgekehrt, wir haben auch schon mal eine Katzendame in einem Wald gefunden, der nicht auf der Agenda-Liste stand, aber ne, die hat uns dann das Dorf bzw. das Königreich vergrößert in dem Sinne. Nur das ist halt eher die Ausnahme. Irgendwie unpraktisch, wenn man mal so richtig drüber nachdenkt. Naja. Und wir laufen, laufen, laufen immer weiter in die Höhle rein. Der weicht zu gut aus. Der weicht auch zu gut aus. Interessant, diese Chinkillas hüpfen nur so ein bisschen auf einem Bein von links nach rechts und weichen deswegen komplett aus. Ihr macht das schon. Achso. Ich habe zwar nicht gesehen, dass es hier ist, das Ding, aber. Brezelprisma, jawoll, ja. Naja. Ja, für den Moment habe ich gedacht, das wäre noch ein besessenes Monster, das ist allerdings einfach ein großer Gegner. Ist hier nicht mal eine Tür oder so? Ist auch keine Tür, kein Orbulisten. Ja.
Sache. Es mangelt halt so an interessanten Sachen zu tun in solchen Grotten etc. pp. Ja, ich finde hier und da eine Schatztruhe und so. Ist total super. Aber naja. Ich weiß, ich meckere zu viel über die Grotten, aber ich glaube, mir würde fast jeder Ni no Kuni-Spieler zustimmen. So schön die Welt auch aussieht oder aussehen könnte im Großen Ganzen, es ist halt alle 5 Sekunden selbe Grotte, selbe Grotte, selbe Grotte, selber Wald, selber Wald, selber Wald, kurze Grotte, Traumraum. Traumräume sind ja noch schlimmer, die sind die Grotten nur in mal 8. Papp 5 Grotten aneinander und du hast einen Traumraum oder so. Das ist noch nett ausgedrückt. Nee. Naja. Genug des Beschwerdens, wir haben Quests zu erfüllen. Das läuft wenigstens gut. Guck mal, Britzeprismen. Hey. Hey. Excuse me. Echt mal, hör mal zu, dir Sauerei. All right. Na, oh, meine Herren. What's the big idea? What the? Hey! Hast du mich belauscht? Listen. Das lief doch gut. Ja. Thanks. I'll be counting. Das ganze Land, falls wir es auf dem Wasser bauen wollen, weil wir dann keine Algen dran haben. Nicht hinterfragen, Kopfschütteln. Nee, nicht mal Kopfschütteln, einfach nur Kopf nicken. Einfach nicken. Nicken und lächeln. So tun, als wäre nichts passiert. Das passt schon. Ich weiß nicht, ob ich es verstehen kann und oder will. Von daher, das passt schon. Stimmt, Trainingszentrum. Wie ist hiermit? Das ist immer noch nicht fertig hier. Sollte ich mal ändern. Wir können schon ein Intensivtrainingszentrum bauen und das Trainingszentrum ist immer noch nicht fertig hier mit all seinen Zeugs. Wer ein schlechter König. Besser. Ist ein Snickers, wenn du durch bist, Kommi. Ist ein Snickers. Mach ich. Ansonsten mal gucken, wie war's hiermit? Seid ihr fertig gewesen? Seid ihr fertig gewesen? Warum habe ich euch da noch nicht darüber gebracht? Ach ja, weil ich nicht jung bin. Richtig! So, jetzt sollte ich zumindest genügend Arbeitsplätze haben. Brenda. Wer ist denn da jetzt noch drin? Warum bist du da drin? Ich muss eigentlich in die Metalabore. Ja, wahrscheinlich, weil du mal irgendwas da machen konntest, was besser war oder so ähnlich hier. Das passt schon, so. Das ist wieder in Ordnung. Das ist am Machen, oder kann jetzt mal am Machen sein, das ist am Arbeiten. Ihr könnt gerade nichts machen, ihr seid am Arbeiten. Es läuft doch alles gar nicht mal so schlecht. 29.000, das können wir bauen, das ist sehr schön. Haben wir mal wieder eine Bergarbeiterstation. Er nimmt langsam Form an zumindest. Soweit würde ich schon gehen, ja. Bergarbeiterstation, da ist eine, das ist nicht ein Witz.
Zeit, also die ist doppelt besetzt, das ist auch immer so eine Sache. Dann soll Candy hier hingehen. Zack. Ist ja auch nicht mehr doppelt besetzt. Musst du die nächste direkt schon bauen, aber naja, ne? Ihr wisst ja, wie das läuft. Schlecht. Es läuft schlecht. Nein, nein, so schlimm ist es auch nicht. Qualitätswaffen Stufe 3 erforscht. Jawohl. Ich habe kein Geld, um irgendwas anderes zu erforschen, aber hey. Alles, was erforscht wird, ist eine gute Sache. Okay. Talente. Der eine ist nicht am Arbeiten, liegt aber daran, dass ich keinen Platz für ihn habe. Zum Arbeiten, das ist das Problem. Doshis müsste in die Kaserne. Die Kaserne ist noch am Machen. Keiner, der irgendwie ein Talent-Upgrade hat, ist auch traurig. Das war der falsche Knopf. Ich wollte gar nicht aus dem ganzen Menü rausgehen, aber ist egal. Ist egal. Ja, weil selbst wenn ihr jetzt fertig werdet, was ihr jetzt werdet. Jeden Augenblick. Kann ich nur noch um 5 Sekunden handeln? Jawohl. Ja, das kriegen wir hin. Das können wir noch machen. Was haben wir noch zu tun? Eine Quest passt doch bestimmt noch ins Video rein. Was haben wir noch zu tun? Oh ja, stimmt. Ich muss die beiden hier für MacBaum anheuern. Oder von MacBaum anheuern, vielmehr. Da das als eine Quest zählt, machen wir das doch einfach mal. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Geralt. Das war der kleine Typ, der angeblich total gut Nährstoffe absorbieren kann, was scheinbar auch funktioniert hat. Ich sollte immer noch eine Milch- und Fleischdiät machen. Aber naja. Und sie natürlich auch. Der Kunde ist König. Ruf mich, wenn du in die Schlacht ziehst. Bam. Eine gute Dame, die für Jäger arbeiten kann, finde ich gut. Ja, es gibt auch Leute, die geben der Waffe keinen Namen. Ja, soll es auch geben. Komische Leute sind das. Unglaublich. Dass sowas auf freier Straße rumlaufen darf. Nee, nee, nee. Thanks. Alter Falter. So. Bietest du den Posten an, habe ich nichts gegen. Alles klar. Ja. Ganz viel Fleisch. Einfach ganz viel Fleisch. So. Moment, du hast auch eine Quest für mich? Achso, die 5 kleinen Superknoblauch. Ja, 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 ja. Na, ich wollte gerade sagen, wenigstens ist keine neue Quest hier, aber da unten sind wieder neue Quests. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schwarzer Drache. Ja, die Waffe hätte ich gerne, aber Level 99? Da arbeiten wir noch dran. Eiskarte Watte, Kutzer bequatschen, mit dem Soldaten Dingens machen. Ein Herbstzeitmantel, den ich noch nicht herstellen kann. Wurmrähnen. Ich werde jetzt offscreen Wurmrähnen erledigen gehen. Und beim nächsten Mal können wir dann eine neue Maus anheuern. Außerdem werde ich natürlich wieder mit dem Buch weiterreden, um neue Buchweitermünzen zu holen, damit wir irgendwann vielleicht mal auch die nächsten Charaktere holen können. Bis zum nächsten Mal! Thank you.